Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Feasibles Infinity Evolved Expert Mode Skyblock. So, Folge 25 wird jetzt nachvertont. In der letzten Folge haben wir uns ja eher so ein bisschen hintergründig um die, um den Beef Reddington Tower. Oh, ich weiß gar nicht, wie man taufen soll. Reddington Tower. Ja, weiß ich, bei Turret denke ich irgendwie immer an Portal, die in diese Geschütztürme. Boah, ich hasse diese Viecher, aber irgendwie liebe ich sie. Reddington Tower, nennen wir einen Topfen jetzt. In der letzten Folge haben wir eher so hintergründig herumgearbeitet, also um die Harvester. Heute geht es wirklich um die Verarbeitung. So, generell, damit die Ressourcen ordentlich eingespeist werden, würde ich sagen, arbeiten wir mit Resonant Cakes. Hier haben wir zum Glück noch eine Reinforced Cache, also brauchen wir nur noch 3 Cakes machen. Und dann hinterher upgraden zu Resonant. Ist auch nicht wirklich teuer, das ist ein Holzblock und 14 und dann Inver und dann Reinforced oder, nee, Hardened Glass war's. Sollte alles kein Thema sein. Ja, ich mache, glaube ich, da sogar einen, nee, wir machen 5, weil wir noch eine Cache brauchen fürs Endprodukt, genau sowas. Nein. Ja, schon besser. Inver brauchen wir. Electrum und Hardened Glass. Das sieht gar nicht so günstig aus. Geht damit Fused Quartz. Machen wir so. Zack. Jawohl, das geht sogar. Sehr schön. Und warum wird. Ne, die sind ja. Warum wurde die nicht mitgenommen? Zack, zack. So. Warum stacken die sich nicht? Das finde ich manchmal so verdammt komisch, ne? Also manchmal frage ich mich echt, okay, wer hat da schon wieder programmiert? Also generell bei unserer in der Truppe würde man jetzt schon wieder sagen, da war da schon wieder der. Generell bitte überlegen. Ganz ehrlich, der Name ist so vertreten in Deutschland. Generell würde ich sagen, ja. Da würde man bei uns schon wieder sagen, da war doch wieder der Meier am Werk. Ich glaube, das kann ich jetzt mal einfach so sagen. Meier ist ja ein ziemlich stark vertretener Name hier in Deutschland. Aber naja. So, wir haben jetzt hier 3 Resonant Cakes. Einmal für Tofu, Spinat und die Mushrooms. Machen wir einmal so eine Verbindung, dass das hier auch reinkommt. Ah ne, stimmt, das ist ja noch gut. So, das letzte. Die harten Cash brauchen wir erstmal nicht. Hättest gleich die Barren wieder wegtun können, du Volldepp. Oh, ich freue mich schon, wie gesagt, wenn das ME-System fertig ist. Hier nehmen wir noch die Conduits mit. Impuls und wir müssen auch neue Redstone Energy Conduits machen. Conduits. Oh ne, das sind ja keine Conduits, das sind ja Flux Ducts. Ich bin ein echter Amerikaner. Und dazu ein echter Vollidiot. Oh, so manchmal frage ich mich, was in meinem Krankenhaus abgeht. So, Redstone. Fluxduct? Mach mal einfach nur Fluxduct. Sollte besser gehen. Jawohl, da haben wir sie. Ach stimmt, Redstone Energy Feißen. Ach, Signalum fehlt. Signalum Nuggets. So, zack, zack. 45. Zack, zack, zack. Redstone noch rein. Und daran wird es bestimmt scheitern. Aerophium weg, Hard Glass, Hardumium. Da ist einer der Clawstone drin. Dann nehmen wir mal den Drum. Wenn wir jetzt mal wüssten, wo die wäre, ansonsten. Im Notfall machen wir halt eine neue Drum. Boah, wir tun gerade so ein bisschen die Beine weh. Haben wir hier noch eine drin? Jawohl, hier ist mal eine leere. In der guten alten Abstellkammer ist immer was zu finden. Ich finde die Idee mit der Abstellkammer so cool. Ich meine, das kennt man ja, dass man irgendwie so eine Abstellkammer hat, wo einfach so ein paar Sachen reinkommen, wie Putzwerkzeug und sowas. So,
So, füll mal das Energy Glowstone da rein. Redstone jetzt gleich mitnehmen können. Ich glaube, wir haben ein bisschen mehr, ne? Hab in den Magma Cripple. In den Magma Crucible, in den Magma Cripple. Und dann die da rein. Boah, oh Gott. Robby, hast du echt geforzt? Boah, mein Bund hat gerade die Bude voll gepestet. Ja. Geil. Das Schöne ist, ich darf jetzt nicht das Fenster aufmachen, weil draußen gerade wundervoll gearbeitet wird. Und das hört man dann. So. Noch ein paar Kabel verlegen. Oh. Stimmt, da habe ich lange überlegt, wie das gehen könnte. Und ich finde es immer noch so. Entschuldigung. Entschuldigung für Le Gerner. Das setzt gerne ein, das war sehr effektiv. Wie haben wir hier den Hover Key? Hover. Simply Jetpacks. Das Simply Jetpacks. Hover, mach mal auf Button 5. Sehr schön. Hover Mode aktiviert. Oh Gott. So. Das war auch gerade selten dämlich von dir. Ah, nee, kann nicht. Ah, ich erinnere mich, wie weit ich da vorhatte. Von unten wollen wir das Ganze abpumpen und direkt daneben den Cyclic Assembler. So haben wir halt immer was Puffer und können auch auf die Items zugreifen. Also wenn wir mal Pilze brauchen und so weiter. Und glaub mir, wir werden Pilze brauchen. Haben wir darauf Zugang. Können wir noch von hinten dann, glaube ich, mit dem Storage Bus anschließen. Aber jetzt erstmal schnell das Jetpack aufladen, sonst stützen wir doch gleich ab. Sehr schön, davon haben wir neue. Dann noch ein bisschen Redstone nachschießen. Bitte den Magma Crucible. Boy. Ich glaube, danach mache ich noch eine Folge und dann gehe ich ins Bett. Ja, wir haben jetzt gerade 8 Uhr rum. Ich bin gerade ziemlich K.O. Ich war heute mit meinen Eltern und dem Hund, also mit Robby, waren wir schön auf dem Kölner Weihnachtsmarkt. War aber dieses Jahr noch gar nicht. Und ich muss sagen, der Weihnachtsmarkt ist echt schön. Also wir waren jetzt einmal da schön direkt am Dom, so am Kölner Dom waren wir am Weihnachtsmarkt. Der war schon recht schön. Und dann waren wir nochmal schnell am Neumarkt. Was ist eigentlich, wer schon mal in Köln war, der weiß, das ist nicht allzu weit weg. Das ist ein Weg von, ja, wenn man so ein bisschen gemütlich schlendert, 20 Minuten. Ansonsten, wenn man zügig durchgeht, 10 Minuten. Und glaubt mir, man kann in Köln ziemlich gut schlendern. Zum Beispiel haben wir da so ein paar Lego-Shops, wo mein Vater mal rein wollte, weil der da unbedingt mal den Bagger sehen wollte. Gibt es irgendwie so ein neues Lego-Modell, so Lego-Technik oder sowas. Oh, naja. Ja, sind dann schön rübergegangen zum Neumarkt. Hundi hat auch richtig Spaß gehabt. Ja. So, das sollte jetzt abgefarmt werden. Oh, und wir brauchen auch noch Trashcans für die Fluids. So. Wie sieht das hier aus? Da ist Soja drin. Soja. Weizen? Spinat. So, das kommt da rein. Jetzt muss ich mal ganz schnell schauen, dass wir das gefixt kriegen, weil so gefällt mir das ja wohl doch gar nicht. Ich frag mal nicht, was das gerade für eine Aktion war. So, wir brauchen auf jeden Fall Cyclic Assembler. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, brauchen wir davon 4 Stück. 3 Stück von das meine ich. Einer für Salz. Einmal brauchen wir dann welchen für Wood. Also das Blut fließt ab, genau. Wir brauchen auf jeden Fall einmal, um Salz zu craften.
Einmal für den Teig an sich und einmal für das Mehl. Teig, Mehl und Salz. Und dann, was brauchen wir dann noch? Richtig, einmal einen wundervollen Zeigdick für das Endprodukt. Also, was ist das Endprodukt? Richtig, Beef Wellington. Wer hätte es erwartet? In Wellington Turret? Wellington Tower. Wellington Tower wollte ich es nennen. In Wellington Tower werden Beef wird Beef Wellington hergestellt. Das ist ja bald schon. Ich höre schon auf, ist gut. Boah, ey, bin ich K.O. Ich glaube, die nächsten Folgen muss ich dann doch morgen weitermachen. So, ich habe auch letztens nochmal schön mit einem Freund, habe ich zusammen Bloodborne durchgespielt. Wer das nicht kennt, das ist ein, so gesehen, eins der Dark Souls-Reihe. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt da so einen Boss, also generell immer so, wenn man da so einen Boss besiegt, dann kommt meistens immer so, halt wer Dark Souls schon mal gespielt hat, so, du hast gewonnen, du hast gesiegt oder sowas. Oder halt, du bist gestorben. Und bei Bloodborne kommt dann meistens Beute erlegt. Bis auf einen einzigen Gegner. Da war das irgendwie komisch buggy, nenne ich es mal. Wir haben den dann so besiegt. Ich würde das nicht über viel über den Gegner spoilern. Und wir warten so. Ich denke, wir denken uns mal, was passiert da? Wir sind da voll die Paras im Schieben. Wir drehen uns überall rum. So eine gefühlte Minute später, was passiert? Beute erlegt. Und wir denken uns nur, du, das Spiel wird uns verarschen. So. Und es gibt ja halt so generell bei den Souls-Spielen immer so ein Leuchtfeuer, wo man mal zurück kann. Wir wollten da gerade hingehen. Und was passiert hier? Ist einmal unter die Erde und tot. So, das kommt. Ich stehe so an. Jetzt habe ich mal den für das generell Craften von den Ressourcen. Oh, da muss man noch viel einstellen. Oh Gott, das wird nervig. Oh Gott. Boah, Alter, bin ich gerade am Gern. Ich glaube, das war keine so gute Idee, zwei Folgen hintereinander aufzunehmen. Okay, besser jetzt aufzunehmen. Nachzusynchronisieren. Ich meine, ich habe nebenbei noch so einen schönen Speedrun laufen, wo ich ab und zu mal was drauf schaue. Wer hätte erwartet, von welchem Spiel? Richtig, Bloodborne. Und genau da, deswegen komme ich auch da gerade drauf. So, Reservoir werde ich da gerade bauen, oder? Kann auch einfach dorthin nehmen, oder? Sollte ein bisschen einfacher sein. Dann hovern wir mal so ungeschickt zurück. Wood. Ah ja. Wir brauchen Le Aqua einmal. Und dann brauchen wir noch einen Eimer mit Lo. Wer das nicht weiß, das war gerade Französisch. Das kommt da rein. Und es hört sich auch sehr schön. Kann man einen Transfernode Liquid, damit man eigentlich auch in so ein Reservoir anschließen? Würde mich mal gerade interessieren. So, die Copper Gears haben wir jetzt auch schon fertig. Das heißt, die letzten Cyclic Assembler sind soweit fertig. Zack, 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 zack. Und wir haben jetzt alles zum Craften fertig. Und dann geht es an die Feinanstellung, das heißt im Klartext. So. Ja, mach mal weiter. Oh Gott, das sieht gerade so katastrophal aus, als ich mir das zusammengebaut habe. Du. So, generell werden wir auf jeden Fall mit Servos und Retrievern arbeiten. Es sollte um einiges günstiger sein. Wir brauchen aber auf jeden Fall eine Schematik. Was mach. Also, ich mache jetzt erstmal Mortar und Pestle, damit wir die Rezepte herstellen können, also reinspeisen.
Wir brauchen dafür natürlich eine Schematik, dass wir das Rezept auch irgendwo einspeichern können, nenne ich es mal. Wir brauchen Papier da. Dann machen wir doch mal gerade vier Schematics. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Sehe auch gerade so ein bisschen hier über Super Mario Run. Lese ich mir gerade so ein bisschen durch. War schon überlegen, ob es mir dann später, wenn mal die Android-Version draußen ist. Finde ich momentan scheiße, dass es nur für iOS ist. Aber naja, kann es nichts machen. Auf jeden Fall. Wenn das draußen ist, wollte ich überlegen, ob ich es mir jetzt holen soll, aber mittlerweile nein. Irgendwie bin ich irgendwie so kein wirklicher Freund davon. So. Ja, so, jetzt fangen wir mal so ein bisschen an mit dem Einstellen. So, wir brauchen da eine Schematik. Ich würde sagen, das ist eigentlich total dumm, was ich mir da zusammenbastel. So. Ja. Wie fangen wir da jetzt am geschicktesten? Wie machen wir das am geschicktesten? Dö-dö-dö-düm. Ich glaube, generell könnte ich einfach, bevor ich jetzt gar nichts sage. Ich wollte auf jeden Fall schauen, ich hatte ja letztens schon mal eine Mod-Vorstellung, eine Modpack-Vorstellung gemacht. Die werde ich wahrscheinlich morgen komplett neu machen. Weil auch die ist aufgetaucht ohne Sound. Dadurch ist mir das Ganze erstmal aufgefallen. Beziehungsweise auch, weil der liebe Streety Diggy 2 mich darauf hingewiesen hat. Er meinte nur, ey du Spasti! Genauso hat er das gesagt. Genau so, nicht anders. Ja, auf jeden Fall, da kam dann nur an, ja, Dorsch, du hast da so ein Problem mit deiner Folge, ne? Die hat da keinen Ton. Und ich denke mal, ja, ist gut. Und dann, als ich mir das angeschaut hatte, meinte ich nur, ups, die Folge hat keinen Ton. Ja, was ist das Endergebnis? Ich durfte 10 Folgen neu machen. Hab gesagt, ich hätte auch schon ein neues Projekt komplett neu angefangen aufzunehmen. Dass ich da sowas Puffer mal habe, aber hab dann gesagt, komm. Machst du demnächst dann mal neu, das löschst du jetzt, das hat ja von vornherein nicht so gut gefallen, wie es verlaufen ist. Und ich will dir auch ein Projekt euch liefern, wo ich auch Spaß dran habe und auch sehe, dass es mir Spaß gemacht hat. Und dann so, ja, joho, dann gehen wir jetzt mal weiter. Bin ich ehrlich, das ist nicht mein Typ. Ich muss schon Motivation zeigen. Deswegen habe ich auch an einigen Ecken gesagt, okay, hier höre ich jetzt auf mit dem und dem Projekt. Weil ganz ehrlich, wer will ein Let's Play schauen, wo der Kommentator so redet? Ganz ehrlich, das will doch kein Schwein, oder? Also, wenn ich schon was anschaue, dann will ich auch einen Typen sehen, der auch ein bisschen Spaß dran hat und sich nicht da so durchzwingt. Wenn ich, finde ich auch an einigen Ecken teilweise die heutige YouTube-Community für einen Arsch. Kann ich eigentlich einfach nur so sagen. Auf jeden Fall, ich werde jetzt morgen mal das Modpack komplett neu aufnehmen. Also die Modpack-Vorstellung. Generell, dann werde ich das wahrscheinlich irgendwie so an Heiligabend releasen. Einfach nur, damit ich dann was da habe, weil über die Feiertage bin ich auch nicht zur Verfügung. Also es fällt sich da jetzt erstmal auf. Ja. Schau die Maschine weiter an. Hallo. Was war denn los? Nee, mein Video steht jetzt nicht.
Ah, ich erinnere mich. Da hatte ich irgendwie so ein verdammt merkwürdiges Standbild. Ich weiß bis heute nicht, was das war. Wo war ich jetzt dran? Ah ja. Ich werde das auf jeden Fall komplett neu aufnehmen und für Heiligabend schätze ich mal releasen. Einfach nur, weil, naja. Ich möchte auch mal so über die Feiertage was Ruhe haben. Oh, so geht das nicht. Ich brauche dann wirklich einen Wassereimer. Ja gut, dann machen wir das mal mit dem Wassereimer. So, Pot und Water Bucket. Da gibt Salz. Ah, der kommt nicht hinterher. Wie machen wir das am besten? Am besten über Transfer und Liquid dann. Ja, ich bin über die Silvestertage. Ich fahre auch vom 29. nochmal weg, ein bisschen in Urlaub, kannst du sagen. Wir fahren ein paar Freunde in Lörrach besuchen, ne? Also wer mich mal schon mal sehen wollte, ne? Insider-Infos, ne? Oh Gott. Fände ich jetzt auch richtig awesome, wenn jetzt irgendeiner in die Kommentare schreibt, ja, ich wohne da, würde ich gerne mal kennenlernen. Das würde ich so fett abfeiern. Fände ich mal richtig cool. Wobei, es gab mal eine Zeit von meinem ganz, ganz alten Kanal, also mein allererster, da hatte ich mich auf der Gamescom mit jemandem unterhalten, so ein bisschen über das neue Zelda, weil ich, jeder weiß, ich bin absolut, okay, wenn nicht jeder, aber man muss mich nicht wirklich lange kennen, um herauszufinden, dass ich ein absoluter Zelda-Freak bin. Ich meine, ich habe hier in meinem Zimmer habe ich ein riesiges Zelda-Poster. Ich habe eine Freundin hat mir mal die Majora's Mask gebastelt. Habe ich hier auch schön hängen. Ich habe bei mir im Schrank habe ich das Master Sword stehen, beziehungsweise ein Replikat davon. Ja. Und ich habe mich dann so ein bisschen mit dem unterhalten. Meinte ich nur, ja, bla bla bla. Hatte mal mit seiner, wo ich was auf YouTube aktiv war. Und der meinte dann, das erste, was der dann nur raushaut, ich glaube, irgendwoher kenne ich auch seine Stimme. Dann denke ich nur, okay, woher? Denke ich nur, ja komm, das ist bestimmt irgendeiner hat eine ähnliche Stimme wie ich. Gibt ja auch hier den spanischen Dosh LP, wie es oder so schön nennt. Wo über den Typen komme ich heutzutage noch nicht klar. Ja, und dann schaut er ganz kurz auf sein Handy, macht irgendwas, hält sein Handy an sein Ohr und dann sagt er nur, ey, du bist doch der Dosch da, der Dosch 41. Und ich nur, hä? Ja. Ja, mir wurde schon ein paar Mal deine Videos vorgeschlagen, hab mal ab und zu mal reingeschaut. Ey, da könnt ihr mir glauben, an dem Zeitpunkt, da war ich so scheiße baff. Der muss sich nehmen. Das war so ein Typ, der hat sich generell für Minecraft interessiert, weil ich hatte damals ja noch kein einziges Modpack aufgenommen. Da habe ich ja so wirklich mit Modpacks habe ich erst mit diesem Kanal angefangen. Das erste, was ich auch wirklich so aktiv gezockt hatte, war das Direwolf 20 Pack. Irgendwie so in der 1.4 Schlag mich tot. Ich weiß gar nicht mehr, welche Version das war. Ja, das habe ich ja damals noch zusammen mit dem Crazy gespielt. Und dann kam er irgendwann so dazu, haben wir hier gesehen, Trivulus macht da was Neues, Project RET. Was soll ich sagen, Dosh und Crazy? Wir auch, wir wollen auch. Ja, und so kam das Ganze, dass wir dazu kamen. Damals habe ich eigentlich nur stinknormal Vanilla gezockt. Dachte ich, ja komm, das ist so erfolgreich, mache ich das auch mal. Bin ehrlich, damals war ich sogar noch am Trip, dass ich damit irgendwie Geld verdiene. Ach ja, was war ich wundervoll naiv damals. So, und jetzt haben wir als erstes Beef Wellington. Ich freue mir. Jetzt müssen wir hier nur noch schauen. Da habe ich am besten mit Retrieve. Alter, leckt das gerade.
Was zum Teufel? Alter. Was ist jetzt kaputt? Ich möchte mal ganz kurz erwähnen, dass ich gerade keine Ahnung habe, warum da so fette Ruckler im Video drin sind. Ich weiß es gerade echt nicht, was hier abgeht. Da muss ich beim nächsten Aufnehmen mal richtig dick drauf achten. Jetzt läuft es wieder normal. Das finde ich gerade echt interessant. Muss ich echt mal darauf achten, was das war. Da muss ich echt mal wirklich komplett drauf achten. Na, Security Lock ist dran. Wir brauchen dann ein bisschen Teig, das Gintat-Spiel. So, da, man, du hattest es doch dran. Oh, halt ein Profi. Ja, wir müssen auch noch Mülleimer machen für, hier für Soymilk, das brauchen wir ja überhaupt nicht. Schön ist, wir produzieren jetzt endlich. Wo ist das Bottleneck hier? Ah, Wasser. Das Wasser ist das Problem. Ja gut, da werde ich aber wahrscheinlich noch dran tüfteln. Aber generell würde ich jetzt, glaube ich, schon sagen, das war's mit der Folge. Generell werde ich schauen, dass ich da das Wasserproblem hier ein bisschen bewege. Über ein Reservoir können wir das also nicht machen. War jetzt aber noch eine lange Folge. Oh, erstmal ein Wolf für die Beef Frenington Phrasen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, würde ich sagen.